Spitzenspiel in der Bundesliga. Eintracht Frankfurt zu Gast beim VfL Wolfsburg. Der Zweite empfängt den Tabellendritten. Die Eintracht ist in Topform. Henshaw mit einer ersten Flanke auf Anjomi Braschnika kommt dazu, trifft aber nur das Außennetz. Gespielt wird heute dem Topspielanlass entsprechend in der großen Arena. Die Wölfinnen stehen nach dem 1:1 in Leverkusen ordentlich unter Druck. Die Bayern haben im Meisterschaftsrennen vorgelegt. Freistoß für die SGE. Dunst rutscht fast weg. Reuteler. Anjomi verpasst am kurzen Pfosten. Frankfurt tut in der Anfangsphase mehr für die Offensive. Das Team von Nico Anautis ist seit 10 Bundesligaspielen ungeschlagen. Wolfsburgs erste Möglichkeit resultiert aus einem Standard. Oberdorf köpft ihn an den Querbalken. Tolles Timing der deutschen Nationalspielerin. Es wäre ihr 4. Saisontor gewesen. Der VfL wird in der Folge stärker. Lattwein auf Svenja Hut. Die hat eine Menge Platz und die Übersicht für Alex Popp. Technisch hochwertig der Abschluss, auch wenn der am Ende vorbeigeht. Es wird jetzt deutlich lebendiger. Wieder rüber auf die andere Seite. Dorsun mit dem Diagonalball für Lara Braschnika. Die Slowenin geht vorbei an Wedemeyer. Abschluss stellt Merle Frohms aber vor keine größeren Probleme. In den letzten 5 Duellen zwischen Wolfsburg und Frankfurt sind 25 Tore gefallen. Heute warten wir noch auf den ersten Treffer. Rabanjo klärt vor die Füße von Laura Freigang. Die 26-Jährige hat Frankfurts beste Möglichkeit in Halbzeit 1, setzt ihn aber etwas zu hoch. Nach 45 Minuten bleibt es also torlos im Topspiel. Ein Unentschieden würde beiden Teams in der aktuellen Situation nicht so wirklich weiterhelfen. Ohne Wechsel geht es in den zweiten Durchgang. Der wird von den Wölfinnen eröffnet. Hut auf Lattwein! Gute Möglichkeit für den VfL. Svenja Hut ist an fast jeder Wolfsburger Offensivaktion beteiligt. Eine Waffe des Tabellenzweiten sind die weiten Einwürfe von Jon Stoltier. Oberdorf verlängert in Richtung Pajor. Die polnische Torjägerin probiert es spektakulär mit einem Flugkopfball, trifft dann aber den Ball nicht richtig. Fast eine Stunde ist gespielt. Wieder so ein weiter Einwurf von Jon Stoltier. Popp verlängert. Johannes, was macht denn da? Stina Johannes! Der Treffer zählt zum Entsetzen der Eintracht. Es ist ein Eigentor der Frankfurter Schlussfrau. Johannes wird zwar leicht bedrängt von Lattwein, das reicht Schiedsrichterin Schwärmer, aber nicht für ein Foul. Was für ein kurioser Treffer. Wolfsburg führt plötzlich in diesem Topspiel. Eintracht-Coach Anautic bekommt sich gar nicht mehr ein mit seinen Protesten. Deshalb sieht er anschließend die gelbe Karte. Frankfurt ist sichtbar geschockt durch diesen Gegentreffer. Die Wölfinnen wollen gleich nachlegen. Jon Stoltier, der Winkel etwas zu spitz. Deshalb ist das kein Problem für Johannes. Die letzten 20 Minuten. Frankfurt braucht eine Antwort. Freigang verlängert in Richtung zweiten Pfosten, findet aber keine Abnehmerin. Die letzte Niederlage für Frankfurt hat es im Hinspiel gegen Wolfsburg gegeben, schließt sich heute dieser Kreis. Die SGE wehrt sich gegen die Niederlage. Braschnika mit der Hacke. Sieht schön aus, bringt aber wenig Ertrag. Henshaw macht ein richtig starkes Spiel auf der linken Außenbahn. Frankfurt fehlt allein ein Treffer. 10 Minuten noch. Frohms mit dem Abschlag. Martinez dazwischen. Um einer das zweite kuriose Tor an diesem Nachmittag. Die Eintracht wirft alles nach vorne. Wolfsburg verwaltet aber nicht, sondern drängt selbst auf den zweiten Treffer.
Endemann legt ab für Lattwein. 2:0. Wolfsburg macht den Deckel drauf. Lena Lattwein mit ihrem dritten Saisontor. Ein ganz präziser Abschluss. Diesmal ist Johannes machtlos. Der VfL hat 11 verschiedene Torschützinnen in dieser Saison. So variabel ist kein anderes Team. 4 Minuten Nachspielzeit. Wolfsburg kontert nochmal. Endemann mit dem 3:0. Was für ein Spiel von Vivian Endemann. In der 79. Minute erst eingewechselt. Trotzdem noch mit Tor und Assist. Wolfsburg bejubelt einen deutlichen Sieg im Topspiel und bleibt dran am Tabellenführer aus München. Wenn ihr keine Fußball-Highlights mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da und schaut mal hier, sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein.